Autotest Schwaben haben wir den Dacia Sandero, wie er seit 2012 angeboten wird, als Dreizylindermotor 0,9 Liter. Es gibt ihn mit 90 PS, 75 gibt es auch noch eine Variante, dann gibt es zwei Dieselversionen. Ja, bereits für 7.990 Euro im Neupreis, als Gebrauchtwagen natürlich recht günstig wird er angeboten. Bei der zweiten Generation hat man natürlich etwas mehr Wert auf Qualität gelegt. Der wurde etwas hochwertiger gestaltet, auch im Innenraum. Er ist eben wie von Renault. Auch hinten hat man das Heck etwas höher gestaltet, die Lampen. Wir haben hier ein Fahrzeug aus dem Jahr 2014 mit 34.000 Kilometern. Ja, zum Dacia Sandero der zweiten Generation, wie er seit 2012 gebaut wird, positiv natürlich seine recht günstiger Anschaffungspreis als Neuwagen, konkurrenzlos günstig. Es gibt ihn mit guten Motoren, dann ein ordentlich verbessertes Fahrwerk, bessere TÜV-Bilanz als beim Vorgänger, zu den Schwächen billige Materialien im Innenraum, dann gibt es ein hart abgestimmtes Fahrwerk, frühzeitig verschlissene Stoßdämpfer, die Bremsen sind auch nicht sehr haltbar. Nach 3 bis 4 Jahren zeigt die Abgasanlage erste Rostschellen. Der Dacia Sandero 2 bekommt von uns 3,5 von 5 Sternen und ein Empfehlenswert.